Buongiorno. Eine nächste Anya Time, wieder ein Ausschnitt aus einem Vortrag, den ich letzthin gehalten habe beim Jugend-Online-Event. Dieses Mal kam die Frage auf seitens der jungen Menschen, wie man denn die Digitalisierung in einen größeren Zusammenhang denken kann, wie das da reinpasst, wie der Kontext ist, wie die Rahmenbedingungen sind. Und ich habe dann mal das ganz große Fass aufgemacht und mal ein paar Sachen zusammengetragen, die ich in der Form auch noch nie so zusammengeführt habe, die mir aber in letzter Zeit immer stärker durch den Kopf gehen und die ich jetzt auch verstärkt kommunizieren werde und ausarbeiten werde und schauen werde, wie man mit Bildung, mit Lernen den Menschen Mut macht, diese Entwicklungen mit anzugehen und mitzugestalten. Das ist ein großer Anspruch für dieses Jahr und ich hoffe, es geht euch soweit den Umständen entsprechend gut. Und ja, wünsche jetzt viel Spaß bei diesem Vortragsausschnitt. Bis dann. Ciao. Das soll keine Demo und kein Werbeblock jetzt hier für Tesla und SpaceX sein. Es ist nur, dass man mal versteht, wie ganzheitlich man denken kann. Weil das ist ein Moment, was wir in meinen Augen in Deutschland ein bisschen unterschätzen und auch nicht wirklich ausprägen. Und wenn man das dann so weiter, das hier sind jetzt so Datenmuster, die zum Beispiel so ein Tesla automatisch generiert. Er hat halt verschiedene Kameras außen an der Front. Da kommt bei uns in Deutschland dann gleich immer die Diskussion mit dem Datenschutz irgendwie. Aber letztlich muss man begreifen, dass die mit diesen Autos, die jetzt schon bereits fahren, und es sind ja Millionen in der Zwischenzeit, die erfassen die Welt draußen über diese Radar und die verarbeiten die dann über Datenmuster und erkennen, die interessiert jetzt nicht, ob jetzt hier das Auto mir oder wem auch immer gehört, sondern die interessiert irgendwie, ob die Autos stehen oder ob sie zurückfahren, ob die Lichter leuchten, dass sie zurückfahren. Und die vermessen im Grunde die Welt oder wie Armin Nassehi sagt irgendwie, wir brauchen im Grunde diese Daten. Diese Daten generieren eigentlich ein Abbild dieser Welt und sie verdoppeln sozusagen die Welt über die Daten. Und indem wir diese Daten dann algorithmisch wieder auslesen, können wir Muster erkennen, die wir gar nie auf die, die wir wären mit rationalen Mustern wären wir da nie rangekommen. Wir hätten nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht da einen Zusammenhang geben könnte. Und das ermöglichen uns eigentlich auch Daten. Also ich plädiere dafür, auch die Daten nicht nur so kritisch zu sehen, dass sie immer nur uns unserer informationellen Selbstbestimmung wir diese aufgeben müssen, sondern sie ermöglichen uns auch, die Welt neu zu erkennen und auch zu gestalten. Und wie gesagt, andere sind da dran schon seit Jahren und sammeln diese Daten, haben diese Daten, können damit arbeiten. Und diese Welt, das ist auch jetzt schon diese Tafel hier, die führe ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren mit mir rum. Und es ist einfach in der Zwischenzeit so, dass wir halt diese Satelliten jetzt haben. Die können die autonom, späten, bald autonom fahrenden Autos, LKWs, Flugzeuge, die ganzen Smart Homes, die Smart Factories, alles, was wir so haben, können die halt miteinander vernetzen und da eine neue Ebene einziehen. Und man erkennt das auch daran, dass jetzt Elon Musk, also es geht immer so Stück für Stück irgendwie, werden dann die Ideen dann so publiziert, meistens irgendwo über so einen lockeren Tweet rausgehauen. Und jetzt fordert er von den Regulatoren in den USA, dass sie Pilotstudien ermöglichen, dass man die Terminals, die halt, die sie anbieten, damit man diese Starlink-Internetverbindung aufbauen kann, dass man die auch auf diese großen Trucks draufbauen kann und auf Schiffe und auf Privatflugzeuge. Also im Grunde wirklich, dass alle miteinander über diese Satelliten verbunden sind und dass es mehr oder weniger keinen Raum mehr gibt, der kein Internet anbietet, wenn man denn will. So, und nebenbei, Nebeneffekt ist halt, dass wir jetzt bald 8 Milliarden Menschen sein werden, die alle extrem gutes Internet haben werden, und zwar sehr gutes Internet, besser als das, was wir jetzt haben.
Und nur als Beispiel, in den USA, also im letzten Herbst, ist dieses Starlink-Programm testweise aufgelegt worden. Dann konnte man sich halt so eine Satellitenschüssel da kaufen für $500. Und mit $100 im Monat kann man sich halt so eine Internetverbindung über den Satelliten ermöglichen. Und die haben eine sehr kurze Latenzzeit. Die Leute sind super zufrieden, weil die Downloadzahlen wirklich hoch sind. Und das wird mit zunehmender Anzahl, also irgendwann sollen 42.000 von diesen Satelliten in dem, im All unterwegs sein, vernetzt sein. Und mit jedem zusätzlichen Satelliten wird das Internet besser. Und auch in Deutschland ist Ende letzten Jahres die Firma gegründet worden, die ist auch zugelassen worden. Und jetzt sind schon die ersten Leaks aufgetaucht von so Influencern, die solche Schüsseln auch in Deutschland schon aufgestellt haben. Und Deutsche Telekom arbeitet offenbar mit Tesla gemeinsam ein Angebot, so dass man das dann darüber regulär dann erwerben kann. Man kann sich auch schon jetzt registrieren lassen über die Starlink-Seite. Und selbst unser Herr Scheuer, der irgendwie als Verkehrsminister doch ein bisschen versagt hat, die ländlichen Regionen mit gutem Internet auszustatten, der sagt, es ist eine Chance und er versucht es noch durchzubringen bis zur Bundestagswahl, dass alle, die einen schlechte Internetverbindung haben auf dem Land, dass die sich so einen Gutschein holen können von der Bundesregierung, dass sie sozusagen die Satellitenschüssel gesponsert bekommen von der Bundesregierung. Das finde ich ja schon mal ein Fortschritt. Und wer natürlich gleich als erstes sich so eine Schüssel draufgeschnallt hat, ist Tesla selbst hier in Berlin, da in Grünheide. Da ist das dann gleich entdeckt worden von den Leuten, von den Jungs, die da regelmäßig mit ihren Drohnen drüber fliegen. Also die haben gleich, das ist im Grunde Unternehmertum, ne? Also das ist Elon Musk ist in Brandenburg, wo es kein Internet gibt und er sieht zu, dass er möglichst schnell da irgendwie selbst Internet auf die Baustelle bekommt. Das ist halt wirklich Stand der Dinge und wenn wir das jetzt mal unabhängig von Tesla sehen und von SpaceX, aber SpaceX ist halt schon ein sehr großer Player in der Zwischenzeit, was Raketen anbelangt, die man auch mieten kann. Und für unterschiedliche Zwecke, hier auch das Klimaforschungsinstitut in Potsdam hat jetzt einen Satelliten avisiert. Die haben schon mehrere über SpaceX hochgeschossen. Jetzt wird demnächst einer hochgeschossen, der den Verlauf des Meeresspiegels beobachten soll. Das heißt, man kann mit diesen Satelliten halt sehr genau schauen, was passiert auf der Erde und hat dadurch halt sehr viele Daten zur Verfügung, die man dann mit entsprechenden KI-Spezialisten dann auch auswerten kann und opten, dass man dann die Landwirtschaft optimieren kann, die Rohstoffe optimieren kann und so weiter und so fort. Also wir werden darüber sehr neue Erkenntnisse erlangen können, wenn wir denn die Qualität an Fachkräften haben, die wir brauchen. Was die Welt größer denken, was ich eigentlich hier auch ein bisschen mitgeben wollte, ist halt nicht nur über die Erde selbst nachzudenken, sondern wirklich das Weltall muss man einfach in der Zwischenzeit mitdenken als Teil der Erde. Und es ist eine riesengroße Szene in der Zwischenzeit unterwegs, die für verschiedene Bereiche da Satelliten nutzt und da entstehen ganze Industrien und auch in Deutschland ist offenbar da ein Momentum entstanden und es gibt viele Firmen in der Zwischenzeit, die da aktiv sind und die sich damit einbringen wollen und Experimente fahren. Also das ist mal wirklich so ein Teil, der sehr positiv zu konstatieren ist. Und auf der anderen Seite, und so, das ist halt Marketing, wie es wirklich dann die Amis besser können als die Deutschen. Es wird irgendwann die Mondfahrt von diesem jungen Herrn hier aus Japan, das ist ein Milliardär, der hat mit so Klamotten online verkaufen, hat er sehr viel Geld gemacht und der hat einen Mondflug von Elon Musk, hat er quasi gebucht, dass er zum Mond fliegen darf und er wird dabei auf dem Weg dahin verschiedene Künstler mitnehmen, wenn die bereit sind dazu und die das dann künstlerisch verarbeiten sollen, um diese Erfahrung der Mondlandung dann hier auf der Erde wieder weiter zu kommunizieren. Das ist Marketing par excellence. Und es geht weiter mit einem anderen Milliardär aus den USA, der jetzt in diesem Jahr noch im zweiten Halbjahr eine Reise mit diesen Raketen rund um die Erde mehrtägig
Auch bezahlt hat schon, und das ist, da sind sie in den Startläufen, und auch er will nicht alleine, sondern er verlost zwei Plätze an die Höchstbietenden, und das Geld wird dann wiederum gespendet. Also das sind halt so diese Modelle, wie das dann halt so die anderen da machen. Und das war mein Blick in die Zukunft, und die Zukunft war das ja gar nicht, sondern es ist eigentlich heute Stand der Dinge, wird aber leider zu wenig hier in Deutschland kommuniziert. So, und wenn wir dann da drauf schauen, und dann denken vielleicht auch einige, was ist das, ein Quatsch, irgendwie die Zeit und die Energie da zu verbrennen, in den Weltall zu fliegen und zu überlegen, wie man Mars leben kann, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet. Es gibt ja im Grunde zwei Fragestellungen, wenn wir uns wenn wir auf die Welt schauen und wie man die Klimakrise vielleicht noch in den Griff kriegen könnte. Dann ist das eine, dass man sagt, okay, wir müssen mit neuen nachhaltigen Technologien wachsen und das auf eine neue Ebene hieven. Und das andere ist, sind die, die sagen, nee, wir müssen das Wachstum zurückfahren, weil das ist das, was die Welt kaputt gemacht hat. Und wir müssen im Grunde auf ein stabiles Niveau und Degrowth, ne? Also das Wachstum zurücknehmen. Und ich wollte euch nur mal so ein bisschen beitragen. Also die Welt war also, na, Moment, die Welt war also im Grunde bis zum 18., 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung startete, hat die eigentlich nicht mehr verbraucht, als sie, oder nicht mehr generiert, als sie verbraucht. Das war halt auch ein armes Leben, aber immerhin irgendwie, das war im Einklang mit der Natur. Und dann kam die Industrialisierung, und hier sehen wir, wie das dann abging. Und die Idee, die ja dann hinter diesem Wirtschaftswachstum steckt und hinterm kapitalistischen System, ist halt, dass je mehr Geld international zur Verfügung steht, auch wenn das dir bei den Reichen größtenteils ankommt, dass dann trotzdem auch genügend Geld absickert für die ärmeren Menschen. Das ist nur bedingt so, das hat man in der Zwischenzeit auch erkannt, aber gleichwohl haben wir alle im Großen und Ganzen weltweit schon relativ guten Reichtum entwickelt und gleichzeitig halt damit auch die Klimakrise forciert. Und jetzt gibt es halt diese großen Bestrebungen, dem Einhalt zu gebieten. Und man schaut halt, wo kann man einsparen, wo könnten wir mit den Technologien vielleicht auch da unsere Bedarfe besser decken, sodass wir weniger Tonnen Stickoxid und Kohlenstoff da hochballern. Und dann gibt es halt diese unterschiedlichen Szenarien, bis wann das Klima klimaneutral, also die Produktion, das Handelsvolumen klimaneutral erfolgen soll. Idealerweise sollte das bis 2035 sein. Viele in der Politik sprechen aber über 2050. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, um die 1,5 beziehungsweise 2 Grad Ziele zu erreichen. Moment, warum springt er nicht weiter? Ganz im Gegenteil, verbrauchen wir Jahr für Jahr schneller die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Im letzten Jahr war es am 3. Mai, hatten wir eigentlich in Deutschland alle die Ressourcen verbraucht, die uns eigentlich fürs ganze Jahr zustehen würden, um klimaneutral zu wirtschaften. Wir sehen hier, wir sind nicht die schlechtesten. Luxemburg ist klein und hat viele Einwohner. Ist schon am 16. Februar an sein Ende gekommen, wer als letztes, also der fast das ganze Jahr genutzt hat und nicht mehr verbraucht hat, ist Indonesien. Also die waren erst am 18. Dezember beim Erdüberlastungstag. Insgesamt waren wir, also über die ganze Welt hinweg, war der Erdüberlastungstag am 29. Juli im letzten Jahr. So, und dann sind halt jetzt gibt's halt diese ganzen Diskussionen, wo kann man einsparen? Ihr habt das wahrscheinlich alle mitverfolgt, was in der Kohle- und Ölindustrie, was da los ist, und dass wir jetzt irgendwie auch dabei sind, also diese ganzen fossilen Energieträger auch hinter uns zu lassen. Und stattdessen auf Solar und Wind und die nachhaltigen Ressourcen zu nutzen. Atomenergie ist weiterhin sehr umstritten, in Deutschland ja zum Glück abgeschafft worden, aber in den USA ist die Diskussion wieder hochentbrannt, dass sie das als eine klimafreundliche Energieform wahrnehmen.
Also da sind viele Diskussionen und natürlich darf man nicht vergessen, sind dann auch machtpolitische Interessen dahinter, die da natürlich auch viel Geld mit verdienen, dass sie mit der Generierung dieser Energie dann auch ihr eigenes Einkommen generieren und Mehrwerte für ihre Aktienholder. Also das ist ein richtig großer Kampf. Und wenn wir uns anschauen, wie hier diese Ziele der Emissionen, wir waren im letzten Jahr tatsächlich es geschafft, dank Corona, sind wir auf diesem Pfad der 1,5 Grad nur irgendwie und nicht höher, was wirklich zu befürworten wäre, damit wir nicht an diese Klimakipppunkte kommen. Aber wir brauchten Corona, um diese Mobilität einzuschränken. Und es gibt Untersuchungen vom Wuppertal-Institut für Klimaforschung, die im Auftrag für Fridays for Future, wie es denn gelingen könne, überhaupt die uns zur Verfügung stehenden Tonnen an CO2 so zurückzufahren, dass wir tatsächlich bei 2035 landen. Und die positive Nachricht ist, dass es tatsächlich möglich wäre, wenn man denn wollte. Aber wie gesagt, wir sind da in einem machtpolitischen Geflecht und das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt sehr, sehr viele, sehr machtvolle Player, die viel Geld damit verdienen, dass die Wirtschaft so läuft, wie sie läuft. Und auch wenn wir da in der Zwischenzeit uns weltweit darauf geeinigt haben, dass wir diese 17 Ziele da für die nachhaltige Entwicklung bis 2030 angehen, ist es in vielen Fällen ein weiter Weg, halt wirklich, weil wir müssen letztlich bei der Kreislaufwirtschaft landen. Das ist das Ziel. Wir müssen im Grunde dahin kommen, dass wir das, was wir verbrauchen, dass es keinen Abfall mehr gibt, sondern dass wir das wiederverwenden können. Und das ist die hohe Kunst. Da sind sich auch eigentlich sehr viele sehr einig, dass das eigentlich das Ziel sein sollte. Und die Frage ist des Weges dahin. Und darüber machen sich leider zu wenige Volkswirte im Moment einen Kopf. Es gibt durchaus WirtschaftswissenschaftlerInnen, die darüber nachdenken. Bekannt ist hier diese Donut-Ökonomie, dass man hier außen halt sind, diese Klimaschutzziele, das ist das, was wir nicht beeinflussen sollten. Und hier innerhalb des Donuts sind unsere Menschenrechte, die Grundrechte. Und im Grunde ist unser wirtschaftlicher, politischer Spielraum dazwischen irgendwie uns selber zu organisieren als Wirtschaft. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese Bestrebung, das hatte ich eben schon angedeutet, die halt darauf setzen, dass wir mit nachhaltigem Wachstum sehr wohl unsere bisherigen Bedürfnisse auch steuern können. Es gibt jetzt hier so Modelle also man weiß ja auch, Airbus arbeitet ja daran, dass sie bis 2035 Klima mit Elektro oder mit Wasserstoff fliegen können, also dass sie weniger CO2 verbrauchen. Und ja, da gibt es halt diese Studien, die halt dann sagen, dass das sehr wohl möglich ist, dass wir uns also nicht einschränken müssen. Das ist ein großer Kampf. Und wenn wir uns dann anschauen, ich gehe jetzt mal hier angesichts der Zeit, werde ich mal darauf verweisen, wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut euch wirklich mal diese Our World in Data an. Da wird alle Fragen eurer Welt werden da versucht zu beantworten, auf Datenbasis, also nicht ideologisch irgendwie verklärt, sondern man versucht da die Daten international zu erheben. Und das ist im Grunde der Treiber ist Max Rosa, ein Deutscher in Oxford. Und das ist wirklich natürlich eine richtig tolle Informationsseite geworden. Da kann man sich informieren, wieso die Welt am Laufen ist. Und ich werde jetzt hier nochmal kurz darauf verweisen, wie die Tech-Gurus darüber nachdenken. Die denken natürlich auch, dass sie mit Technologie dieses Problem lösen können. Es gibt jetzt diesen großen Fonds bei der Singularity University, über 100 Millionen, den hat Elon Musk auch zur Verfügung gestellt, für Technologien, die ausgeschrieben ist für einen Wettbewerb, wer Technologien entwickelt, um halt dieses CO2 aus der Luft wieder zu entfernen. Sind die recht zuversichtlich, dass es da Technologien geben sollte. Das läuft unter dem Stichwort Geoengineering. Das mögen dann wiederum die Naturwissenschaftler nicht so gerne. Also sie versuchen eher über natürliche Wege, also dass schon gar nicht diese Schadstoffe entstehen.
darüber nachzudenken und nicht so sehr, dass man sie produziert, in die Luft bläst und dann versucht, wieder rauszufischen. Und gleichzeitig hat aber dieser ganze Klimakrisendiskurs jetzt doch dazu geführt, dass auch diese großen Technologieanbieter dazu übergehen, das als Marketing auch zu nutzen und ihre Produkte bis 2030 klimaneutral anbieten wollen, sowohl Apple als auch Microsoft sind in der Zwischenzeit auf dem Weg dahin und sagen, dass sie danach sogar nach 2030 dazu übergehen, die bereits entstandenen CO2-Kosten wieder einzukassieren. Also, dass sie das quasi dann aus der, ja, dass sie so wenig generieren werden, dass sie das neutralisieren werden. Und so haben wir das überall bei allen großen Playern. Das ist wirklich, finde ich, ein Fortschritt, dass da dieser Druck entstanden ist und dass man da auch Wert drauf legt und dass die mehr oder weniger da jetzt in Wettbewerb eingegangen sind, wie man das nachhaltig gestalten kann, auch also mit der Technologie und nicht, dass wir auf die Technologie verzichten. Gleichzeitig gibt es diese Untersuchung, also wenn ihr im Internet seid, versucht möglichst übers Festnetz reinzugehen, mit Videoconferencing zum Beispiel, wenn ihr über das Mobilfunk geht, verbraucht ihr unglaublich viel Energie. Und das hier sind so unterschiedliche Video-Audio-Anbieter. Daran sieht man und erkennt man, dass wenn man das Videobild ausschaltet bei einer Konferenzlösung, dann verbraucht man deutlich weniger Energie. Und auch das Screensharing ist dann nur verhältnismäßig weniger, aber wo es halt richtig reinhaut und richtig viel Ressourcen, Energieressourcen aufbraucht, ist halt mit dem Videobild. Dadurch entsteht halt sehr viel CO2. Und dann darf man sich aber auch, man darf sich jetzt nicht darauf kaprizieren, dass nur die großen Player, also die großen Player sind da technologisch besser aufgestellt und klimaneutraler als die Open-Source-Lösung. Das muss man sich auch vor Augen führen. Also wenn man selber auf seinem Server da so ein Jitsi-Videokonferenz aufzieht, das ist zwar schön und gut für die digitale Souveränität, aber letztlich auch nicht unbedingt energieeffizient. Und so brauchen wir also mehr Professionalität. Im April kommt ein Buch von mir raus, Berufen statt zertifiziert heißt das, und da plädiere ich auch für mehr Professionalität, auch im Interesse der Generationengerechtigkeit, dass wir halt darüber nachdenken, wie wir wirklich unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben im Interesse aller aktuellen wie zukünftigen Menschen gestalten wollen. Und das verstehe ich unter Professionalität, und da müssen wir auch hinwirken. Und nur so werden wir auch diesen demografischen Wandel, der ja vor uns steht, gestalten können, den ich gar nicht so dramatisch sehe, weil wir halt wesentlich produktiver werden, wenn wir die Technologien nutzen. Und jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit werde ich nur bei Bildung, was ist Bildung, ist eigentlich irgendwie, dass wir Menschen uns selbst in die Lage versetzen, die Welt zu verstehen und mitzugestalten. Das ist eigentlich Bildung, das hatte eben auch Frau Spries schon schön angeführt, und ich werde jetzt hier vielleicht nur auf so diese noch anführen. Ich weiß nicht, ob ihr schon Vorträge von mir gehört habt. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen an Technologien in der Zwischenzeit, um uns selbst im Internet selbstbestimmt zu organisieren und zu weiterzubilden und auszubilden. Es gibt unglaublich viele Ressourcen im Netz, die wirklich gut sind, die eine extrem gute Qualität haben. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das ist eigentlich das, also wenn wir das, was wir eben im ersten Vortrag hörten, wenn man da seinen Purpose vielleicht gefunden hat, und das muss gar nicht so spezifisch sein, sondern es kann sein, dass man vielleicht eher mit den Händen arbeitet oder eher kreativ arbeitet oder was auch immer, dass man da dann gezielt auf den Weg geht, und man braucht sich auch nur ganz geringem Maße immer wieder mal der Didaktik von Kursen oder von Angeboten aussetzen, auch oder in der Hochschule mal sich drei Jahre lang wirklich, dass man lernt, den Kopf zu strukturieren und zu denken zu lernen. Und dann aber wirklich ins Tun kommt und sich auch bei anderen abschaut, wie die sich selber im Flow halten und lernen, wie sie lernen und arbeiten gemeinsam, immer wieder sich vor neue Herausforderungen stellen und die lösen. Das im Diskurs mit anderen auch probiert irgendwie. Wir haben diese ganzen Plattformen, die ganzen sozialen Netzwerke,
Und egal, ob das jetzt TikTok ist oder LinkedIn, aber man sollte schon eine Palette an unterschiedlichen nutzen, um auch mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen sich zu vernetzen und dann auch immer wieder sehr neugierig in die Welt hinausgucken und schauen, was es Neues gibt und was, also über den Horizont hinausdenken, also wirklich die Welt größer denken, nicht zu klein, sich auf die eigene Scholle besinnen, sondern wirklich mal neugierig, die Neugierde aufrechterhalten. Wir haben eben gesehen, das Geniesein geht zurück, je älter man wird. Und ich glaube, man muss auch kein Genie, also dieses Genie-Denken, weiß ich auch nicht, ob das nicht so ein altes aufklärerisches Denken ist. Lieber im Netzwerken denken. Also sucht euch ein kluges Netzwerk, wenn dann habt ihr gute Leute, mit denen ihr gemeinsam die Welt erkunden könnt und dann wird man auch selbst wieder neugierig und entdeckt neue Sachen und fängt an, die neu zu denken. Und das halte ich persönlich für wichtig. Und ich glaube, jetzt mache ich hier mal einen Punkt und dass wir noch ein bisschen ein paar Minuten haben zum Diskutieren. Dankeschön.